Attention, please. You are listening to your number one podcast called Business Boulevard. 3, 2, 1. Herzlich willkommen zum Podcast Business Boulevard. Mein Name ist Tom Illauer und wir starten direkt in die neue Woche. Wir gucken auf die News. Was gibt's Neues? Wir fangen an mit einer Nachricht noch vom Freitagabend. Und zwar mehr wert als Daimler. Uber kommt Börsengang ziemlich nahe. Ja, was ist los? Uber hat eine neue Bewertung, ein Multiple von über 10 bedeutet, Uber wird jetzt mit 76 Milliarden Dollar bewertet. Ja, das könnte einer der größten Börsengänge aller Zeiten werden. Uber will die Konkurrenz ja beiseite drängen und bereitet den Sprung an die Wall Street vor. Und das, obwohl der Mitfahrdienst tiefrote Zahlen schreibt, das gab es halt auch noch nie. Der Mitfahrdienst Uber treibt seine Pläne für einen Börsengang im nächsten Jahr voran. Angeblich wurden donnerstags vertrauliche Unterlagen dafür schon eingereicht. Das sagt zumindest die Nachrichtenagentur, so habe ich es gesehen, bei Reuters und berief sich auf vertraute Personen. Bei der jüngsten privaten Finanzierungsrunde wurde Uber mit 76 Milliarden Dollar bewertet. Bei einer Notierung am Aktienmarkt könnten es 120 Milliarden Dollar werden. Zur Einordnung, Daimler ist an der Börse die Hälfte wert, 54 Milliarden Dollar. Übersprung auf das Handelsparkett wäre damit einer der größten Börsengänge überhaupt. Und im kommenden Jahr stehen weitere Börsengänge an. Dazu zählen die Online-Wohnungsplattformen, also Airbnb geht an die Börse. Die wurden mit 31 Milliarden bewertet. Dann Slack, also der Kommunikations-Messenger-Dienst. Der wurde auf 5 Milliarden Dollar bewertet. Dann Ubers Rivale Lyft, 15 Milliarden, will auch an die Börse. Und ja, ein konkreter Zeitplan, der steht halt noch nicht. Aber man will auf jeden Fall Lyft zuvorkommen, das ist wohl klar. Heftig ist natürlich nur, dass Uber Börsen an die Börse will, obwohl sie tiefrote Zahlen schreiben. Uber-Chef Dara Khosrowshahi muss nun Investoren überzeugen, dass der Taxikonkurrent den Weg aus den roten Zahlen findet. Im dritten Quartal fiel ein Verlust von 1,1 Milliarden Dollar an. Das war ein Fünftel mehr als im zweiten Quartal, allerdings auch gut ein Viertel weniger als im Jahr zuvor. Ja, das zu schaffen macht dem Unternehmen nämlich, dass sie sind mittlerweile mehr in 70 Ländern unterwegs, dass Umsatz und Buchungen nicht mehr so ranwachsen wie im Vorjahr. Das ist so das ein bisschen der Engpass. Und um die Wende zu schaffen, investiert das Unternehmen jetzt auch in andere Bereiche, wie zum Beispiel die Vermietung von Elektrofahrrädern und so weiter. Dann kommen wir nochmal auf die neue Finanznews. Und zwar HTGF investiert in Münchner PropTech. Das Münchner Startup Reinvent erhält nach eigenen Angaben niedriges siebenstelliges Investment. Und zwar HTGF, also der Hightech-Gründerfonds, führt die Runde an. Daneben gehen Fundamental, Bayern Capital und Astuja Ventures mit. Reinvent will die Kommunikation auf dem Bau mithilfe einer SaaS-Lösung digitalisieren, um Kosten bei der Bauzeit zu reduzieren. Dann Global Funders Partners geht zu Sunstone. Levin Bunz, derzeit Partner bei Global Funder Capital, wechselt per Januar 2019 zu Sunstone Capital in Berlin, zusammen mit Partner Max Niederhofer und Associate Deepka Rana soll er sich auf Finanzierung in Europa fokussieren. In der Vergangenheit hat Sunstone zum Beispiel in Get Your Guide, Kitchen Stories, Dubmesh und Kaya Health investiert. Nach eigenen Angaben verwaltet Sunstone über 400 Millionen Euro. Derzeit werden aus dem Fonds ausschließlich in Seed und Series A Runden investiert. Dann 26,5 Millionen gab es, und zwar für das Kölner Softwareunternehmen LeanX. Das hat in der Series C Runde umgerechnet knapp 26,5 Millionen Euro eingesammelt. Neu dabei waren US-Wagniskapitalgeber Inside Ventures Partners. Auch die Altinvestoren Deutsche Telekom Capital und CapNet Ventures sowie Iris Capital legen Geld nach. Mit dem Geld will die Firma in den USA wachsen und das Produkt weiterentwickeln. Was ist es? Das bietet Firmenkunden, zu denen es unter anderem Adidas und DHL zählt, eine Softwarelösung, mit der sie ihre IT-Strukturen managen können. Dann Camunda bekommt 25 Millionen Euro. Bei einer aktuellen Finanzierungsrunde erhält der Berliner Softwareentwickler Camunda 25 Millionen Euro von der Risikokapitalgesellschaft Highland Europe für eine Expansion, die nach Europa gehen soll, Asien und in die USA. Camunda stellt eine Software für die automatisierte Entscheidungsfindung her. Nach eigenen Angaben benutzen rund 200 Firmen die Software, darunter die Deutsche Bahn, Universal Music Group und Zalando. Dann kommen wir mal zu My Müsli. Und zwar My Müsli
Ja, die Müsli-Händler aus Passau hatten in den vergangenen Jahren immer mehr eigene Geschäfte eröffnet. Das ist, glaube ich, jedem klar. Von einer rein Online-Digital-Strategie zu einer, ja, nicht mehr binären Strategie, sondern zu einer Duplex-Strategie, also online und offline. Nun ändert bei Müsli seine Vertriebsstrategie. Die passende Firma schraubt ihre Offline-Geschäfte einfach jetzt zurück. In den vergangenen Monaten schloss der Müsli-Händler rund 20 seiner 50 stationären Geschäfte in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Ja, als Grund für die Schließung nennt Wittrock, einer der Mitgründer, übrigens das Buch habe ich auch dazu gelesen. Ich glaube, jeder, der meinen Podcast verfolgt, der weiß es mittlerweile. Ich lese jeden Tag 30 Seiten, sind also ja, alle 10 Tage 300 Seiten, durchschnittlich ein Buch 300 Seiten, also 3 Bücher pro Monat. Und die Biografie finde ich ganz interessant von Mike Müsli, die kann ich dir nur empfehlen. Muss einfach bei Amazon mal Müsli eingeben. Und zwar, wie sie fast ein Jahr lang sich jede Woche getroffen haben und gebrainstormt haben, von das Heuschnupfen, Starterpaket bis hin zu was weiß ich, was da für coole Ideen dabei waren, bis sie dann bei My Müsli gelandet sind. Super interessant, das kann ich nur empfehlen. Ja, als Grund zumindest für die Schließung kann jetzt Wittrock einen Kundenrückgang nennen. Statt vielen kleinen wollte man künftig auf wenige große Läden setzen. Dort will My Müsli nicht nur seine Flockenmischung verkaufen, sondern auch Kaffee und Müsli servieren. Einen ersten Laden dieser Art gibt es bereits am Münchner Viktualienmarkt. Ja, mal die aktuellen Zahlen. Wittrock gründete mein Müsli 2007 mit Humbertus Bassau und Philips Kreis als Online-Shop für individuelle zusammenbestellbare Müslis. Später verkaufen sie auch fertige Mischungen, auch im Retail, also in Supermärkten. 2009 begann sie zudem mit der Eröffnung eigener stationärer Geschäfte. Und obwohl der Umsatz aus einem großen Teil der eigenen Läden nun wegfällt, sagt Wittrock, dass seine Firma zahlenmäßig voll im Plan liegt. Übrigens mein Müsli komplett ohne Venture Capitalist ausgekommen, ne? Also auch mal Hut ab. Und zuletzt hatte My Müsli Anfang dieses Jahres Zahlen vorgelegt, demnach setzte das Unternehmen 2016 51 Millionen Euro um. Dann gibt es noch eine Nachricht auch von Flixbus, und zwar im kommenden Jahr könnte das Startup den Sprung aufs Parkett wagen, auch ein ICO ist angelegt, sagen Insider. Der Fernbusanbieter strebt eine Bewertung als Technologieunternehmen an. Das Fernbusunternehmen Flixbus beginnt Finanzkreisen zufolge mit der Vorbereitung für einen Börsengang. Auch hier kann ich dir empfehlen, gib mal das Buch ein, Flixbus. Da findest du die Gründer, die haben auch ein Buch geschrieben. Kann ich dir auch sehr empfehlen. Es gibt zumindest auch das Buch. Warte, jetzt muss ich da selber mal kurz gucken. In meinem Bücherregal. Also das mein Müsli-Buch heißt übrigens Machen. Und das, was ich jetzt noch meine, heißt von Sirk, Redline Verlag, Junge Überflieger. Da gibt es halt auch die so ein bisschen ein paar Input auch von den Flixbus-Gründern, die sie halt erzählen, wie sie sich einen Bus gekauft haben, um als Busunternehmen zu gelten und so weiter. Auch ganz cool. Auf jeden Fall, die Flixbus-Mutter Flixmobility hat die Investmentbank PJT als sogenannter IPO-Berater für ihren Sprung aufs Parkett engagiert. Das sagten zumindest mehrere vertraute Personen der Nachrichtenagentur, die berichtet hat, und zwar war das Reuters. Flixmobility erklärte, das Management prüfe ständig alle Finanzierungsmöglichkeiten. Man habe zwar keinen konkreten Plan für einen Börsengang, beobachte aber stets die Finanzmärkte, sofern ein IPO in Zukunft relevant werden sollte. Flixmobility, die unter den Marken Flixbooks und jetzt erneut auch Flixtrain auftritt, ist mit einem Marktanteil von über 90% der führende Fernbusanbieter in Deutschland. Nach eigenen Angaben umfasst die Streckennetz inzwischen 2000 Orte in 27 Ländern. Ja, die grün lackierten Busse gehören nicht zu Flixbus, sondern werden als Subunternehmer betrieben. Das Unternehmen ist somit eine Software-Marketing-Plattform und verkauft die Fahrscheine und steuert den Betrieb. Seit diesem Jahr macht Flixmobility die Deutsche Bahn im Zugverkehr unter der Marke Flixtrain zwischen Berlin und Stuttgart sowie Hamburg und Köln Konkurrenz. Ja, 35,9% an Flixbus gehören nun dem Finanzinvestor General Atlantic. Die Firmengründer besitzen 23,8%. Die von der Verlagsgruppe Georg von Holzbring gegründete Holzbring Ventures besitzt 16,3%. 10,8% liegen beim Finanzinvestor Silver Lake und 5,6% bei Daimler. Dann kommen wir nochmal zu einer Nachricht von Hermes. Und zwar Hermes will seine Preise aufdrehen. Was ist da los? Wer sein Paket zukünftig an der Tür entgegennehmen möchte, muss zukünftig draufzahlen. Beim Paketdienst Hermes müssen Kunden sich auf steigende Versandkosten einstellen. Der zur Otto-Gruppe gehörende Anbieter, der zweitgrößte in Deutschland hinter DHL,
will die Zustellung an Hausse verteuern. Wir werden die Preise stärker differenzieren. So sagt es Hermes Deutschland-Chef Olaf Schabiowski, dem Hamburger Abendblatt. Da war es nämlich zu lesen. Ob Online-Händler die zusätzlichen Kosten auf die Kunden umlegen, könnte er nicht beeinflussen. Das könnte sein. Hermes hatte bereits im Frühjahr die Paketpreise um durchschnittlich 4,5% erhöht. Im kommenden Jahr wird es eine weitere Preisanhebung in ähnlicher Höhe geben. Insgesamt wollen wir den Preis für ein Paket um 50% erhöhen. Freunde, was soll ich dazu sagen? Das spielt alles mal wieder Amazon in die Karten und ich sage dir auch warum. Amazon hat es geschafft, die gesamte Logistik in Deutschland zu rocken. Und ich nenne also vom Bücherhändler zum Allesanbieter hat die Service-Standards für den Online-Versand geprägt weltweit. Same-Day-Delivery, Kundenrücknahme, Reklamation und so weiter. Die haben sich die Türmarke Ring gekauft, um an die Tür zu kommen. Die sind als Advertising-Plattform jetzt im Marketing-Bereich tätig. Die haben das Amazon FBA-Programm, um als Marktplatz zu gelten. Also, ja, und das ist ja noch alles, nicht alles. Also, ne, der AFD, das Unternehmen arbeitet mit fast 600.000 Leuten. Und ich sag mal so, die gucken ja auch, was kann ich machen? Die machen ja jetzt ja auch Eigenmarken und. Gehen jetzt mittlerweile auch Serveranbieter, dazu gehört auch Audible, dazu gehört noch, ich weiß gar nicht, eigentlich muss man da mal eine Sonderfolge machen, was alles noch zu Amazon gehört. Amazon Prime und. Worauf ich hinaus will, ist, die haben so viele Logistikstandorte in Deutschland und weltweit. Und da ist dir das bestimmt auch nicht in Gang, dass Amazon sich 3000 Sprinter bestellt hat. So, jetzt kann man überlegen, warum bestellen die sich 3000 Sprinter? Naja, weil sie den letzten Schritt in der Wertschöpfungskette selber machen wollen. Also, die wollen selber das Paket zum Kunden bringen. Und wenn der Kunde eine Ring hat, also eine Türklingel von einer intelligente mit Amazon verknüpft, dann können sie das Paket auch reinlegen. So, warum macht das Ganze Sinn? Erstens, weil Amazon es besser machen wird, die gesamte Logistik und die Prozesse dahinter, als es ein DHL kann. Und zweitens ist es natürlich so, dass Amazon die Information schon hat. Ist da drin ein Kratzbaum, den ich in den Flur hinstellen kann, oder ist da drin ein wertvoller Laptop, den ich wieder mitnehmen muss, wo der Kunde das abholen muss? Und mit diesen Daten ist es natürlich deutlich effizienter, wo ich weiß, wie ich das Paket zum Endverbraucher bringe. So, und deswegen ist es natürlich dann, wenn zu sehen, dass dann wieder, anstatt die Prozesse zu optimieren oder mit künstlicher Intelligenz die Prozesse in Perfektion hinzukriegen, als zu sagen, wir machen das jetzt wieder 50 Cent teurer, das ist genau das, warum Amazon immer mehr Marktanteile bekommt und auch in völlig verschiedenen horizontalen Wertschöpfungsketten jetzt irgendwann mitspielen wird. Dann als letztes noch eine Empfehlung für dich, und zwar, wenn du dich für das Thema Grundeinkommen entscheidest, dazu kann ich dir auch das Buch von Frank Thelen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das habe ich letzten Monat gelesen, der hat eine neue Biografie rausgebracht, und das ist ein bisschen als trojanisches Pferd, der erzählt hinten auch ein bisschen was über Grundeinkommen, genauso wie Götz Werner, die Biografie habe ich auch gelesen, muss ich selber mal gucken, wie das heißt. Götz Werner, womit ich nie gerechnet habe, der DM-Gründer, der ist halt auch ein Fürsprecher für das Grundeinkommen. Und wenn dich sowas interessiert, gerade die Entwicklung des Arbeitsmarktbereichs wegen künstlicher Intelligenz und auch wegen Blockchain, dann guck dir gerne mal die sechsstellige oder sechsteilige Doku-Webserie an, Einfach gut leben. Einfach mal googeln, dann findest du das. Finde ich super interessant. Ja, ich hoffe, dir hat auch diese Folge mal wieder Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn du auch morgen wieder dabei bist. Und die drei obligatorischen Phrasen: Schreib mir eine E-Mail mit Feedback an tom.illauer@gmx.de. Hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit auch andere das hören können. Wir haben schon manchmal über 1000 Hörer pro Folge. Das heißt, irgendwann werde ich natürlich auch interessant für Sponsorings. Und sobald ich Sponsorings habe, kann ich natürlich Journalisten einstellen, die dir dann noch bessere Informationen zur Verfügung stellen. Also alle davon profitieren. Also hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung, du profitierst auch davon. Und wie immer, connecte dich gerne auf Xing oder auf LinkedIn mit Tom Illauer. Ja, ich würde mich freuen, wenn du auch morgen wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen schönen Tag, dein Tom, bis morgen.